Hallo und willkommen bei einer weiteren Folge von Let's Play Final Fantasy 8. Letztes Mal haben wir die Toilette-Mission erfolgreich abgeschlossen. Unter anderem auch einen Roboter besiegt und so. Und heute, zuerst wollen wir uns anschauen, Siren, habe ich letztes Mal nicht mehr wirklich hergezeigt. Als erstes, was wir lernen wollen bei Siren, ist unbedingt den Lebenswandler. Den werden wir auch sehr, sehr dringend brauchen. Später ist auch die Wünschelroute interessant. Und Zustandsabwehrkopplung 2 ist auch lustig. Bei Kessakottl ist wichtig, wir brauchen unbedingt den Kartenwandler, nicht vergessen. Shiva lernt gerade den Kältewandler und Ifrit-HP-Kopplung, das passt alles so. So, und wir wollen heute anfangen, Triple Triad zu spielen, also das Kartenspiel, das in der Welt quasi zur freien Verfügung ist. Wir haben schon einige Karten, und zwar einige, die wir am Anfang von einem Schüler bekommen haben, einige, die wir im Kampf gewonnen haben, und wir haben auch, wo ist die, Ifrit, die wir beim Kampf gegen Ifrit gewonnen haben. Und wir werden gleich mal gegen die Queen of Cards spielen, weil die Queen of Cards kann eine der Regeln, Teilregeln, die es gibt, modifizieren. Und zwar gibt es immer, das Spiel teilt sich auf in die Spielregeln und in die Tauschregeln. Tauschregeln bringen das, dass sie festlegen, dass wenn jemand gewinnt, welche Karten er vom Gegner kriegt, und die Spielregeln bestimmen, welche Karten man verwenden darf, was im Spiel selbst passiert und so weiter. Die regionale Spielregel ist Open, also die würde eigentlich in der deutschen Version öffnen heißen oder offen heißen. Das heißt, dass die Spieler ihre Karten, die sie ausgewählt haben, aufdecken müssen vor dem Spiel. Und die Tauschregel ist Differenz. Das heißt, derjenige, der gewinnt, darf mit der Differenz, die er gewonnen haben, so viele Karten vom Gegner auswählen, die dann ihm gehören. Wir spielen gleich mal gegen die Card Queen. Momentan sehen wir noch nicht, welche Karten sie hat. Aber wir haben wir sowas, sowas, sowas. Ja, wir müssen 5 Karten auswählen, natürlich der Gegner auch. So. Und dann Würfel an Würfel, je nachdem wer anfängt. Okay, machen wir es so. Und man dreht gegnerische Karten um, indem man einfach eine Karte anlegt, die einen größeren Kartenwert, also die einen größeren Wert hat. Zum Beispiel meine Fledermauskarte hat seine komische Ziegenkarte da umgedreht, weil sie 6 an der gleichen Stelle hat, wo seine Karte 3 hat. Wir werden das gleich nochmal ausprobieren, und zwar am besten, nein, machen wir es einmal so. Machen wir es so. Er wird jetzt 2 Karten umdrehen, höchstwahrscheinlich, ja. Genau, er wird 2 Karten umdrehen. Das macht aber nichts. Wir machen es so weiter. Wir kommen schon zu unserem Sieg. Hoffentlich zumindest. Ja, wir stellen einfach hier unsere Ifrit-Karte her, und er kann sie nicht mehr zurückgewinnen. Deswegen wir jetzt einfach gewonnen haben. Mit 4:6 und können uns eine der gegnerischen Karten auswählen. Karten, die man schon hat, sind weiß geschrieben, Karten, die man noch nicht hat, blau geschrieben, und seltene Karten sind dann, glaube ich, gelb oder orange oder so wie geschrieben. Die sind alle nicht... Ja, wir nehmen einen Grad, der ist ganz cool. Und Mesmerizer ist auch ganz gut. Okay. Wichtig ist, dass die Queen of Cards, also die Kartenkönigin, kann die Tauschregel in der Region verändern. Und zwar, wenn man gegen sie spielt, verwendet sie immer eine andere der 4 Tauschregeln. Und die es als letzte verwendet hat, kann mit einer gewissen Prozentchance auf die ganze Region übergreifen. Das kann man einfach nachprobieren, indem wir jetzt gegen die Card Queen gespielt haben. Wir hatten die Differenz-Tauschregel, und wir schauen jetzt einfach zu dem Typen hier. Wir müssen nicht unbedingt spielen, wir können einfach dann abbrechen, auch nachdem wir die Regeln gesehen haben. Und wir sehen hier Tauschregel 1, also 1, das wäre die normale Tauschregel, die am Anfang hier war. Das heißt, dass ich nur eine Karte vom Gegner aussuchen kann, wenn ich gewonnen habe, egal wie hoch das ich gewonnen habe. Das wollen wir natürlich nicht, wir wollen unbedingt die Differenzregel hier verbreiten, deswegen hören wir auf. Es gibt übrigens 4 so... so Tauschregeln, und zwar alle, das heißt natürlich, dass wenn ich gewinne, dass ich alle Karten des Gegners bekomme, die Direktregel, das heißt, die Karten, die ich umgedreht habe vom Gegner, gehören dann mir, und die Karten, die der Gegner bei mir umgedreht hat, gehören dann ihm.
die ist nicht so gut. Dann gäbe es noch Differenz, die wir schon gesehen haben, und die 1 Kartenregel, bei der man sich nur eine Karte des Gegners aussuchen kann. Das Problem ist, dass die alle Regel manchmal in die Direktregel degeneriert, das heißt, jetzt einfach zurückgestuft wird nach einem Zufall, und das kann ziemlich blöde Auswirkungen haben. Deswegen wollen wir unbedingt die Differenzregel hier in Balam verbreiten. Das machen wir einfach, indem wir die Card Queen so lange zum Spielen auffordern und schauen, dass sie die Differenzregel verwendet. Und einfach aufhören und dann schauen, ob sich die Regel verbreitet hat, indem wir einfach beim Schaffner hinten nachsehen, ob er auch die Differenzregel verwendet. So, ich hoffe, dass es diesmal funktioniert hat. Man muss hier einige Male hin und her probieren, dass das hat immer noch nicht funktioniert. Probieren wir es nochmal. Oder ich mache das Ganze jetzt dann offscreen. So, wir haben die Differenzregel verbreitet. Wir sehen das einfach, wenn wir jetzt den Schaffner nochmal auffordern. Wird uns gleich zeigen, ja, die Differenzregel. Das ist sehr gut. Also man braucht gegen die Card Queen hier nicht spielen, sondern immer nur so oft auffordern, bis sie die Differenzregel verwendet. Und dann einfach nachschauen, ob der Schaffner sie auch verwendet. So, das Coole an den Karten ist vor allem, dass man die seltenen Karten dann in super tolle Gegenstände umwandeln kann, eben mit Quetzalcoatls Kartenwandler-Funktion. Und hier sehen wir, wieso heißt sie Mutterdin und nicht Mutterdingt? Egal, das ist auf jeden Fall Seils Mutter. Wir können uns hier wie zu Hause fühlen und wir wollen gleich mal gegen Seils Mutter spielen, denn sie hat nämlich seine Karte im Angebot. Allerdings spielt sie nicht jedes Mal, deswegen werde ich die Versuche, indem sie nicht spielt, einfach rausschneiden. Und selbst wenn sie nicht spielt, ist es gut gegen sie zu spielen. Sie hat nämlich auch Level 5 Karten, mit denen man seine eigene Kollektion etwas aufbauen kann. Also. So, das ist jetzt schon ungefähr der 20. Versuch oder so. Hoffentlich klappt es dieses Mal. Ich habe jetzt schon eine ganze Menge Level 5 Karten, die wir gleich sehen werden. Hier ganz schön viele. Aber. Na endlich, das hat jetzt aber auch lange genug gedauert. Sie spielt endlich die Cell-Karte. Was wollen wir hier machen? Machen wir mal das. Schauen wir, ob wir sie dazu bringen können, das zu nehmen. Ja, das nimmt sie sogar. Die können wir jetzt leider nicht so einfach schlagen. Es wird ein ziemlich anstrengendes Match, das sehe ich jetzt schon. Okay. Vielleicht geht's ja so. Zumindest sind wir gleich auf. Okay, jetzt nachdenken. Wenn ich es von links nehme, er kann es von jeder Seite nehmen. Das heißt, ich muss mir einen aufheben, den ich schlagen kann. Wenn er den nimmt, geht's nicht. Okay, so müsste es funktionieren. Ich nehme ihn, er kann nur mit einem zurücknehmen. Ich stelle meinen daher. Und ich habe gewonnen. Und wir bekommen die Cell-Karte. Und dürfen uns noch eine auswählen. Und dann nehmen wir Invictus. Die sind immer gut. Sehr gut. Und was wir aus den Karten basteln und was wir im Ballumgarten machen, das sehen wir alles nächstes Mal, wenn wir uns wieder im Ballumgarten treffen bei Let's Play Final Fantasy 8. Und bis dahin wünsche ich euch wie immer viel Spaß.